Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind immer nur auf der Suche nach den vier Freunden von dem Ornakerli da beim Stall. Ich weiß nicht, ob wir es finden werden. Keine Ahnung, hä? Die Frage ist, ob die halt vielleicht da irgendwo fighten, ob sie irgendwo festgenommen worden sind. Ich sehe da jetzt zum Beispiel keine Leute. Ich gehe jetzt, glaube ich, einfach mal die Straße entlang. Vielleicht finde ich da dann auch irgendwelche Leute. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sie einfach irgendwo vielleicht ein Lager aufgemacht haben. Vielleicht reiten wir mal. Das ist, glaube ich, gescheiter. So. Okidoki. Oder vielleicht sehen wir irgendwo auf dem Weg, wo welche fighten. Ah, möglich so. Kommen einfach die Steine runter. Ah ja. Haben wir einen? Ah. Der Zucki. Hätte nicht gedacht, hier jemanden zu treffen. Vielleicht ist mir das Glück jetzt zur Abwechslung mal hold. Aber ich bin ein Reisender wie du. Monster hat mich angegriffen. Ah. Dabei ist mein Partner, soll heißen, mein Pferd durchgegangen. Und seitdem sitze ich hier fest. Ah. Hätte ich nur ein Pferd, dann könnte ich weiterreisen. Ein Pferd, bitte. Wow. Also, würdest du mir das Pferd für 300 Rubin überlassen? Bist du dumm? Ach so, klar, verstehe ich. Der ganze Aufwand mit dem Fangen und so. Aber wenn du mal ein Pferd verkaufen möchtest, denk bitte an mich. Ich würde auch ein wildes Pferd nehmen. Aber jetzt sogar noch irgendwo eins. Na gut, also ich muss eher mal Pferd bringen. Ja, ich meinte, das war einer von seinen Kollegen. Aber irgendwie findet man da nirgends einen, ne? Vielleicht ist er wirklich von der anderen Seite nicht gerannt. Maybe. Aber nichts. Ah. Nice. Ja, das war auf jeden Fall eine Falle, aber mir auch nicht. Aber ganz viele Pfeile von mir. Ja, komisch. Na, je wird nicht. Wow.
Oh, nimm mal das Pferd her. Wer hat gesagt, bei der Straße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in irgendeinem Lager sind. Aber das passt nicht zum NPC-Verhalten. Da ist der Stall. Okay, warte mal, wenn da der Stall ist. Wenn da der Stall ist, vielleicht muss ich da raufgehen. Da wo jetzt der Marker ist, ne? Könnte ich mir vorstellen, definitiv. Wieder. Haben wir mal schnell teleportiert. Okay. Hoppala. Vielleicht müssen wir da jetzt wirklich da diesen Weg raufgehen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber gut. Können wir ja gleich schauen. Und da geht's natürlich direkt nach oben, ne? Vielleicht sind sie dann aufgeregt. Kann möglich sein, also, dass da oben jetzt einfach ein Lager aufgeschlagen haben. Na gut, wir haben da einen Gegner. Ein dramatischer Gegner. Okay. So, da haben wir eine Person, ne? Habe ich dir die? Natani, warte mal. Bin ich etwa in Sicherheit? Hör zu. Hör zu, Mann. Roman? Als die Monster aufgetaucht sind, ist er so schnell gerannt, wie er konnte und hat uns zurückgelassen. Wie kann er einfach so ein Mädchen im Stich lassen? Das werde ich ihm niemals verzeihen. Beim Stall der Schlucht ist er? Na, dem werde ich was erzählen. Na, ja, gut. Ja, dann haben wir aber dann nur ein paar. Da hinten war jetzt keiner mehr, so wie ich das gesehen habe. Ah, da wäre eine Truhe. Die Truhe macht man schon auf. Das ist aber. Ah, doch, schau, ich glaube, da ist nur mehr, ne? Perfekt. Da, öffnen. Nehmen wir mit. 50 Rubine sind immer noch besser als gar kein Rubin. So. Dann haben wir wieder einen. Oh. Da Venny. Was für ein großartiger Stil. Welche Schule der Schwertkunst gehörst du an? Ich habe mit dem Pfeil und Bogen geschossen, aber ist okay. Oh. Verzeihung. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Venny. Und ich verfüge zwar über ein gewisses Geschick im Kampf, doch reicht es nicht aus, um meine Freundin beizustehen. Unsere Angreifer waren uns zudem zahlenmäßig überlegen, was eine Gegenwehr unmöglich machte. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was geschehen wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Ich danke der Göttin. Hör zu! Oh?
Okay, tut gut, das zu hören, bla bla bla, dann ist der Alte auch in Sicherheit. Ich werde mich schleunigst zum Stall im Gerudo-Tal begeben. Okay. Da haben wir aber immer nur wen, ne? Haben wir immer nur wen. Und wir drauf O. Wo wir hin müssen. Also doch rauf. Na gut, bleibt ja gar nichts anderes übrig, ne? Alles klar, dann kommen wir ja da. Aber warte mal, oh, das wird witzig. Baby. Ciao. Da hinten ist alles gut. Und Steine. Jetzt schauen wir mal, da oben, glaube ich, wird heute ohne sein. Mit dem Kopf dagegen klatscht. Sag mal, wie hoch muss ich auch noch? Ah ja, hier. So, Amani, danke für die schnelle Hilfe. So in der Klemme gesteckt habe ich schon lange nicht mehr. Autsch, mir tut immer noch alles wie elende Schweinenasen. Hör zu. Ach, Koman, der hat sich doch die ganze Zeit beim Stall ausgeruht, ohne einen Finger zu rühren, um mir zu helfen. Der kann mir erstmal gestohlen bleiben. Naja, gut. Immer nur wen? Wieder. Wo denn noch? Warte mal, da hinten haben wir eine Kiste. Die Feuerpfeile. Aber dann ist ja die einzige Möglichkeit bloß noch da oben. Da, wo wir vorher waren. Da ist nichts. Da ist keiner. So, naja, komm mal her. So, jetzt Königsschwert ist zerbrochen, immer Königs zwei Hinter. Aber da wird es auf jeden Fall nicht einer von diesen Überlebenden sein. Definitiv nicht, aber... Ist das nicht, wo ich sonst zuhören sollte?
Wieder Königsbogen. Kein Platz in der Dash. Ja, warte mal, wir haben doch hier noch einen. Die sind eh nicht so geil. Okay. War natürlich jetzt nix. Und wir haben ganz unten jemanden gefunden. Nein, unten haben wir gar keinen gefunden. Kann man halt vorstellen, dass da irgendwo. Vielleicht noch einmal rundherum, ne? Oder dass da halt noch irgendwo. Ah, vielleicht hier? Ah ja, hier. Das ist aber dann der letzte, oder? Das will ich doch hoffen. So. Jetzt aber. Uff. Bin ich am Leben? Bin ich wirklich noch am Leben? Du hast die Monster besiegt? Das ist ja unglaublich. Du bist unglaublich. Jemand, der so stark ist, wird noch, nur noch von, vom großen Goman übertroffen. Hör zu. Der Goman, der hat gar nichts drauf. Eieiei. Wie, Goman ist beim Stall. Er ist nicht gekommen, um mich zu retten? Er konnte nicht, weil er keine Waffe hat? Was redest du denn da? Er ist ein Meister des Faustkampfs und sein Karate ist übertroffen. Hat er mir da etwa was vorgemacht? Der muss mir einiges beantworten. Tja, jetzt haben wir aber alle, oder? Ja, so. Gehen wir zum Stall, gehen, super. Yes, let's go. Okay, let's go. Na, ja, dann haben wir ja doch noch was geschafft in dieser Folge. Aber darf die niemand uns mit. So, oh Kumpel, auf dich habe ich gewartet. Du hast sie alle gerettet. Du hast diesen Monstern eine saubere Abreibung verpasst und das auf diesem schmalen Steg. Du musst wie ein echter Held ausgesehen haben, Wahnsinn. Ich bin vielleicht ein bisschen emotional geworden, als wir alle wieder zusammen waren. Egal, man muss auch mal Gefühle zeigen. Ich bin dir jedenfalls zu Dank verpflichtet. Hier, als Belohnung. Keine Widerrede, nimm es einfach an. Jo, geil. Tut mir leid, dass es nichts Größeres ist. Wir haben alle zusammengelegt, aber Reisen ist nicht billig. Aber ich sag's dir. Nach allem, was gewesen ist, weiß ich jetzt wirklich zu schätzen, wie wichtig Freunde sind. Und je mehr Freunde dich begleiten, umso riskanter wird die Sache. Ich habe mit meinen Freunden geredet. Wenn man zusammenreist, muss man seine Freunde auch beschützen können. Und deshalb werden wir von nun an getrennte Wege gehen. Auf Reisen geht schließlich nichts über Sicherheit. Okay. Alles klar, wenn du das sagst, Maestro. So, pass auf. Haben wir mir da noch nicht... Das reicht niemals. Ja. Junge! Du hast nicht zufällig ein paar Sprötlinge? Doch, hätte ich. Wie du siehst, bin ich müde. Müde, mich im normalen Tempo fortzubewegen. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal einen Sprötling gefunden. Und seitdem esse ich sie jeden Tag. So habe ich bisher jedes Wettrennen gewonnen. Doch jetzt, 55 Jahre später... ich mag Sprötlinge immer noch sehr gerne, aber ich bin einfach zu alt, um die Klippen hinaufzuklettern und die Sprötlinge da zu sammeln, wo sie wachsen. Oh. Daher muss ich leichtfüßige Jungspunde bitten, für mich Sprötlinge sammeln zu gehen. Wie wär's? Für 55 Sprötlinge gebe ich dir einen Diamanten. So leicht kommst du selten an Diamanten. Wenn wir ins Geschäft kommen, sprich mich einfach an. Ich gehe nicht weg. Hab ich die?
Wusste ich doch, dass du es bist. Hast du Pilze? Hab sie. 15. Hey Junge, wir hatten doch gesagt 55. Genauso viele Sputtlinge brauche ich. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir ins Geschäft kommen wollen, musst du mir schon 55 bringen. Ja, okay. Ja. Muss nicht unbedingt sein, ne? Okay, willkommen in unserem Stall. Pass auf, haben wir denn uns? Pferd abholen. Schau mal, wir haben jetzt mit aus. Okay, pass auf. Wir hätten da Prosti, ne? Mit. Warum ist eigentlich Augustina? Genau, mit der bin ich ja unterwegs. So, Prosti ist natürlich im Stall. Ipone ist natürlich am stärksten. Aber der kann ja nichts anlegen. Weißt du was? Ich gebe ihm jetzt Prosti. Ne? So, Pferd mitnehmen. Und tut mir leid, dass du warten musstest. Danke, dass du unsere Dienste in Anspruch genommen hast. Hi. Wenn du zu Pferd mit jemandem reden möchtest, solltest du ihn anwissen. Ja. So. Das können wir nämlich jetzt auch gleich noch abschließen. Tagebuch. Quest. Pferdehandel. Ja, aber das Pferd, das ist ja nur das Anfangspferd eigentlich, ne? Wie mehr kriegt er das jetzt halt? Ich darf ja eh nicht mehr damit reiten, ne? Aber schauen wir mal. Da muss ich auch echt ein bisschen am Weg vor uns, ne? Fällt mir so auf. Da haben wir echt ein bisschen einen Weg vor uns. Ah, dann haben wir die Aufgaben auch gleich abgeschlossen. Oh, da müssen wir aber jetzt, glaube ich, echt aufpassen. Aber das ist das Pferd. Also bewegen cool ist ja eigentlich die ganzen Steine. Ich will da nicht einfach sagen, okay. Zack. So. Jetzt müssen sie doch durchkommen, oder? Na also. Gut. Let's go. So, da müssen wir jetzt gleich ums Eck rumstehen. Und dann haben wir die Quest eigentlich auch geschafft, hoffe ich. So, hi. Oh, dieses Pferd, das ist genau wie mein Pferd. Sieht toll aus. Würdest du mir dieses Pferd überlassen? Es soll dein Schaden nicht sein. Ja, bitteschön.
Meinst du das ernst? Sollen wir den Handel dann festmachen? Ja, gehört dir. Vielen Dank. Und hier sind, wie abgemacht, 300 Rubine für das Pferd. Nice. Dieses Pferd, das ich von dir gekauft habe, das wird mein neuer Partner. Also dann, mein Partner und ich machen uns auf eine gute Reise, wünsche ich. So. Dann haben wir das auch. Feuerstein, Bernstein. Ach, Bernstein immer. Na gut. Das Hammer. Was haben wir denn jetzt nur im Tagebuch? Wir haben nicht mehr so viel Nebenquests. Klar, dieses Xenoblade, ich konnte mit Xenoblade nichts anfangen. Ne? Weiß ich nicht, ne? Gedenksteine, okay. Gedenksteine, gut, das müssen wir schon noch machen. Spurte dich, fix müssen wir es natürlich auch machen, gell? Okay. Dann haben wir jetzt halt eigentlich nur noch einen Orni müssen wir noch finden. Ich weiß, wo man den Orni findet. Gehen wir sogar klein machen. Geheimnisvolle Stimme. Nein, Walter Krux. Ja, ja. Okay, wir machen jetzt nur die 8. Kriegerin und Expansionskurs. Ich weiß genau, wo man den findet. Und zwar hier bei diesen... Oder bei dieser Oase hier. Ach so. Ah. Da gibt es überhaupt keinen Punkt. Nein. Muss man von da ausgehen. Ich weiß nicht, ob wir das halt noch alles schaffen. Aber den Orni habe ich getroffen. Wenn es der Orni ist. Da war nämlich einer bei der den gesessen. Das weiß ich. Der ist da gehockt. So. Gut, dass wir da ein bisschen höher sind. Können wir jetzt da hochklettern? Können wir vielleicht da schön rüberfliegen? So. Ja, sollte ich haben. Auch noch mehr Lager, oder? Oh, leck. Ah, vielleicht viel Fliegen habe ich nicht können. Bis jetzt geht es mir noch gut. Ich glaube, später muss ich dann andere Klamotten anlegen. Also den Orni, da jetzt schon noch gern. Warum der, wo diesen Geschäft da war, der nicht da guckt? Schau mal. Ah, okay, das war der. Da ist er. Bist du nicht das? Ah, du endest denn mit da, ne? Scheiße. Guten Morgen oder Savotta, wie die Gerudo sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heiß ist, bla bla bla. Okay, warte mal, aber. Bleibst noch? Oh. Jetzt, wo ich das Mittel gegen die Hitze habe, wollte ich eigentlich sofort aufbrechen. Aber ich habe es nicht eilig. Ich mache mich dann wohl morgen. Ah, okay, das war dann gar nicht. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Dann wartet das gar nicht. Darum war dir das gar nicht. Ah, dann können wir aber auf jeden Fall dieses Foto herzeigen. Das war von dem da. Oh na, bitte lauf jetzt nicht so weit weg. Wo läuft denn der hier? Na
Ei. Oh, nur ein Mann. Ich habe gehört, Gerudo-Damen mögen Männer mit Sandstiefeln. Deswegen renne ich hier herum. Aber nix, niemand spricht mich an. Vielleicht stimmt das mit den Stiefeln gar nicht und jemand hat sich einen Scherz mit mir erlaubt. Aber warte mal. Vielleicht muss ich da noch schnell meine Klamotten nutzen. Bin ich so froh, dass du es heil zurückgeschafft hast. Ich habe mir einfach direkt vor seine Augen umgezogen. Du hast so lange gebraucht, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Du musst wissen, die achte Kriegerin ist eigentlich nur ein Armenmärchen. Es gibt sie gar nicht. Ich habe das nur erzählt, weil ich dir irgendwie näher kommen wollte. Im Nachhinein habe ich mich verflucht, dass ich dich in eine solche Gefahr gebracht habe. Aber das wird nicht mehr passieren. Von jetzt an werde ich dich bis an mein Lebensende... Hab sie gefunden. Du willst mich beruhigen, damit ich mir keine Sorgen mehr um dich mache. Du bist wirklich herzensgut. Aber das ist nicht nötig, denn vom heutigen Tag sieh es dir an. Ja, genau, wie es die Gerüchte sagen. Das ist ja unglaublich. Die legendäre achte Kriegerin existiert also wirklich. Das ist eine Sensation. Wenn die Leute das wüssten, sie würden durchdrehen. Aber ich werde es niemandem verraten. Das ist unser Geheimnis, das uns für immer aneinander binden wird. Würdest du vielleicht mit mir die Sandstiefel bitte? Ich verstehe. Warte, ich ziehe sie ja schon aus. Okay, wir haben die Sandstiefel. Bitte geh pfleglich damit um. Tu es für mich, ja. Könnte ich dann die Schneestiefel zurückbekommen? Sonst müsste ich barfuß herumlaufen. Gut, sitzt, wackelt und hat Luft. Damit werde ich es in der Wüste aber nicht leicht haben. Das ganze Gerenne hat mich schon reichlich geschlaucht. Beim Tor von Gerudo-Stadt gab es noch so eine Art Zelt. Da werde ich mich mal etwas ausruhen. Möchtest du nicht vielleicht auch ein wenig dort mit mir? Na, ciao. Nanu, wie Wiedersehen. Ja, Leute. Dann haben wir jetzt diese Quest auch geschafft. Pling, die achte Kriegerin. In der nächsten Folge müssen wir mal nach den Orni schauen, ne? Den, wo wir brauchen. Vielleicht müssen wir doch wieder in das Dorf der Orni gehen. Vielleicht finden wir aber auch so irgendwo. Ne? Müssen wir schon mal schauen. Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ihr habt euch wohl. Schönen Tag. Habe ich. Okay.